Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Joachim Brockmeier und als Hobbyhistoriker befasse ich mich seit Jahren mit der Geschichte des Stadtteils Köln-Riehl. Wie spannend die Geschichte ist, möchte ich Ihnen an einigen alten Ansichtskarten von Riehl zeigen. Heute sehen wir uns die Mülheimer Brücke an. Der Rheinübergang von Mülheim auf die linke Rheinseite war seit vielen Jahrhunderten eine wichtige Verbindung und wurde lange durch das Kloster Altenberg organisiert. Lange erfolgte so der Transport von Waren auf einer Fähre oder einer Gierponte. Das reicht aber bei dem zunehmenden Verkehr durch die Industrialisierung nicht mehr aus. Bereits 1888 konnte die Stadt Mülheim eine gebrauchte Schiffbrücke in Mainz kaufen. Der Kaufpreis war recht günstig, leider entstanden aber durch die Reparatur der Brücken erhebliche Kosten. Da der Schiffverkehr im Laufe der Jahre immer mehr zunahm, musste die Brücke bis zu 30 Mal pro Tag ausgefahren werden, damit die Schiffe passieren konnten. Durch Eisgang wurde die Brücke häufig beschädigt und bei Hochwasser konnte die Brücke nicht befahren werden. So forderte Mülheim im Eingemeindungsvertrag mit der Stadt Köln zum 1.4.1914 eine feste Brücke. Bedingt durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die anschließende Inflation und wirtschaftliche Not, konnte das Projekt erst spät in Angriff genommen werden. In seiner Sitzung vom 28.04.1927 entschied der Rat der Stadt Köln nach kontroversen Diskussionen eine Hängebrücke zu errichten. 1927 wurde die Schiffbrücke eingestellt, damit eine feste Brücke gebaut werden konnte. Bei der neuen Brücke handelt es sich um eine unechte Hängebrücke, das heißt, es wurden keine Erdanker genommen und die Zugkräfte wirkten voll auf die versteifte Fahrbahn. Die Brücke hatte eine Spannbreite von 315 Metern und eine Gesamtlänge von 708 Metern. Die Fahrbahnbreite betrug 17,20 Meter, zuzüglich Rad- und Fußwege. Die Gesamtkosten beliefen sich damals auf 10 Millionen Reichsmark. Am 13.10.1929 eröffnete der damalige Oberbürgermeister Konrad Adenauer die Brücke, nachdem sie bereits am 1.10.1929 für den Verkehr freigegeben wurde. Während des Krieges war die Brücke ein wichtiges Ziel für alliierte Luftverbände. Da die Treffgenauigkeit für Bomben in dieser Zeit noch nicht sehr hoch war, mussten große Flächen bombardiert werden, sodass die Rieder Heimstätten wegen ihrer Nähe zur Brücke besonders stark betroffen waren. Am 14.10.1944 wurde die erste Mülheimer Brücke bei einem Luftangriff zerstört und wegen der beschriebenen besonderen Konstruktion knickten die Pylonen um. Da die Mülheimer Brücke besonders wichtige Verkehrsachse für Köln darstellte und nicht auf Dauer durch Fährboote oder durch die Pettonbrücke in Höhe der Bastei ersetzt werden konnte, wurde bereits früh über einen Wiederaufbau nachgedacht. Ein entsprechender Beschluss des Rates wurde am 29.09.1949 gefasst. Nach dem Entwurf des Architekten Wilhelm Riephahn wurde der Neubau am 13.10.1949 begonnen. Bereits am 8.09.1951 konnte die Brücke feierlich eingeweiht werden, diesmal vom Bundeskanzler Konrad Adenauer. Bei dem Neubau handelt es sich um eine echte Hängebrücke. Für die Seile wurden Erdanker gewählt. Dies hat zur Folge, dass die Brücke deutlich leichter gebaut werden konnte und die Pylonen stehen heute neben der Fahrbahn. Die Länge und Spannbreite der Brücke wurde nicht verändert, die Fahrbahnbreite aber von 17 auf 27 Meter verbreitert. Die Kosten betrugen nunmehr 12 Millionen D-Mark. Problematisch war bei der starken Zunahme des Verkehrs, dass die Fahrbahnen nicht vom Gleiskörper getrennt waren, sodass die Verkehrsteilnehmer sich gegenseitig behinderten. Denn die Brücke war damals sehr leer gewesen, weil der Verkehr noch nicht so stark war. In den Jahren 1976 bis 1977 erfolgte dann ein Umbau der Brücke. Zur Vorrangigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs wurde ein separater Gleiskörper in die Brückenmitte geschaffen. Die Arbeiten wurden 1976 abgeschlossen. Der Verkehr nahm aber weiter zu, sodass die Brücken einer stärkeren Belastung ausgesetzt war, als das beim Bau geplant war. So ist ein weiterer Verschleiß eingetreten und die Brücke muss nun erneut unter Denkmalgesichtspunkten saniert werden.
Unsere Reise in die Vergangenheit von Köln-Riel ist für heute zu Ende. Sollte sie Ihnen gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei wären. Übrigens, alle Folgen können Sie auf dem YouTube-Kanal von Silberdistel.tv jederzeit abrufen. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Joachim Brockmeier.